Bin ich jetzt gestorben? Oder habe ich das geschafft? Ist das ein Albtraum? Oder ein Plan? Oder beides? Einen Moment. Aha! Rasputin, tut mir leid. Ich musste das Experiment abbrechen. Etwas wirklich Wichtiges ist passiert. Ich muss sofort los. Ich weiß, Sie glauben gar nicht. Erzähl's mir später. Bin in Eile. Offizielle Psychonautengeschäfte. Moment! Das hier auch! Offizielle Psychonauten. Hey, Sie haben... Eine Tür? Warum? Wie, dieser weiße Raum? Ich weiß, der ist aus Oleanders Verstand. Genau. Ich war die ganze Zeit im Traum des Coaches. Seit ich durch die Störung im Wohnwagen getreten bin, war alles so komisch. Zum Beispiel diese Obsession für Fleisch. Aber Mori schon. Und darauf mit gestohlenen Gehirnen eine Flotte von tödlichen Panzern zu bestücken. Das muss ich Lilly sagen. Sie wartet unten beim Bootshaus auf mich. Unten? Am Wasser? Oje, beeil dich lieber. Wieso kommen die alle aus dem Wasser? Okay, Fort Crawler bleibt also doch unser netter, lieber Freund. Aber, anscheinend hat Coach Oleander so einiges Dreck am Stecken, wenn wir das richtig interpretiert haben. Wohin soll... wir wollen zum Wasser. Zeit zum See zu fahren. Zum Haus am See. Ab dorthin. Und hoffen, dass es Lilly noch gut geht. Hey, ist es abends? Oder nachts? So, wo müssen wir denn hin? Bobby! Schau, ich kann's erklären. Fernsehen. Fernsehen. klingt nach einer fiesen Erkältung. Macht nix. Hör mal zu. Die übersinnliche Störung kommt von Coach Oleanders Funkgerät. Er sendet seinen verrückten Plan im Schlaf überall hier im Camp rum. Also entführt er wirklich Kinder und stiehlt ihre Gehirne, um Waffen zu produzieren. Ja, ist das nicht großartig? Was? Was ist daran großartig? Weil das eine hundertprozentige übersinnliche Notlage ist. Und Sascha ist nicht hier, unterwegs in offiziellen Psychonautengeschäften. Und Millers letzte Nachricht besagt dasselbe. Lilly, ein völlig durchgeknallter baut eine Armee übersinnlicher Todespanzer auf, um die Welt zu beherrschen. Und niemand kann ihn aufhalten, außer dir und mir. Meine Güte, lass uns knutschen. Was? Sorry, das ist die Aufregung. Seit du da bist, Grace, ist hier einfach so viel mehr los. Finstere Todespläne, verrückte Wissenschaftler, hässliche Monster. Knutschen? Wie konnte ich nur nicht merken, was dieses Lager alles bietet? Oh mein Gott. Hier erscheint mir alles wie neu. Schau mal da, diese Blume. Du meinst wie küssen? Ich meine, jedes Jahr bin ich im Sommer hier und habe noch nie eine so coole Blume gesehen wie die hier. Ach toll. Und weg. Was zur Hölle ist das für ein Vieh? Du Mistvieh. Hey, nimm die Pfoten weg von meinem Freund. Na toll. Lilly! Das ist das Monster aus dem Wasser. Sehr schön. Schnappen wir sie! Ich kann nicht. Ich kann nicht schwimmen. Dann schnapp dir die Tauchkugel unten am Dock. Schnell! Die Flossenspuren sind noch frisch. Kommen Sie mit? Ich weiß nicht, wie man sowas lenkt. Geht nicht. Ich muss auf die anderen Kinder aufpassen. Genau. Wenn sie kein Hirn haben, brauchen sie Aufsicht. Und vielleicht Kühlung. Und wieso weißt du nicht, wie die Tauchkugel funktioniert? Warst du noch nie im Sommerlager? Und jetzt mach hin, bevor das arme Mädchen verdaut wird. Ehrlich gesagt, in diesen Zwischensequenzen, da passiert immer so herrlich viel und es ist so wunderbar, wie das alles aufgebaut ist und... Man weiß nicht, wo man darüber anfangen soll zu reden. Das ist grandios alles. Den Lungenfisch verfolgen und besiegen. So, ja, jetzt ist Bobby ja weg. Das heißt, wir können hier lang... Was zur Hölle? Oh, ein Über... Ah, nee. Es hat gar kein... Oder? Nee, okay. Ich habe zuerst gedacht, ihr hättet das noch eine zweite Etage. Ist aber nicht so.
Admiral, Sir, haben Sie gehört? Der hässliche Monster-Lungenfisch vom Oblongata, sie hat Lilly entführt. Lungenfisch? Aha, der hat also meine Kanus beschädigt. Nun, da weiß ich schon, was zu tun ist. Ja? Wunderbar. Klar, ich nehme Anti-Lungenfisch-Lack. Damit streiche ich alle Kanus ein- oder zweimal über. Admiral, das Monster ist noch immer da draußen und Coach Oleander will die Welt beherrschen. Ah ja, die Welt ist ein verrückter Ort, mein Sohn. Aber keine Sorge, die Kanus sind in Sicherheit. Das ist so cool, das ist alles so geil gemacht. Ach, schön. Bitte denkt daran, die Tiere beim Flüsterfelsen weder zu streicheln noch zu füttern. Alles das klar. Titanium in der Nahrungskette hat diverse Mutationen hervorgerufen. Und die Tiere, auf die ihr hier trefft, besonders nachts, könnten wesentlich gefährlicher sein, als ihr denkt. Warum ist Titanium in der Nahrungskette? Warum zur Hölle? Titanium hat in der Nahrung nichts zu suchen. Und wo ich hier diese Taucherkugel sehe, muss ich gerade auch nochmal dran denken, wie wir das erste Mal in den zuerst erdachten Traum von uns waren mit der Taucherkugel. Denn da hat dieses komische Monster uns ja auch so eine Taucherglocke nach uns geschmissen. Mal schauen, ob das irgendein Zeichen war. Und wenn wir die ganze Zeit eigentlich im Traum von Oleander waren, oder im Verstand, dann könnte das auch böse enden. Oh, wie langsam das aufgeht. Nett, nett, nett. Egal, es geht weiter. Und eigentlich wollte ich ja schon bei Sasha 9 aufgehört haben. Ach je. Yeah. Und das Teil können wir nicht steuern. Wie tief geht das denn? Was zur Hölle? Okay, und da unten ist jetzt eine Luft. Zone. Oder wie, oder was, oder wo. Wow. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und wie groß die Hände werden. Ich lass mich mal schnappen. Schade, nichts Besonderes irgendwie. Schade, ich hab gedacht, man würde das Vieh dann nochmal sehen. Die kann man einfach zerschlagen. Und da kommen wieder die Hände. Aber was das einfach für ein guter Effekt ist. Auch wenn die Arme dann immer kleiner werden, das ist, finde ich, so ein bisschen schade. Weil wenn man so rangeht und man sieht diese Hände, das ist schon böse. Hä? Was ist das? Zerschlagen wir die Viecher einfach. Oh. Kann der uns auch Schaden machen? Ja. Oh, und wir haben einen 7. Balken für Lebenspunkte erhalten. Und früher oder später werden wir also auch hier rauskommen können. Das heißt, entweder werden wir diesen Bereich hier erweitern oder wir werden das Wasser und das Monster zurückschlagen. Weil dort ist Titanium und da kommen wir nicht ran. Weg mit dir, du blöder Fisch oder was auch immer du bist. Die Muscheln können wir auch einfach so lassen, wie sie sind. Was haben wir hier sonst noch da? Da sind wieder die Hände. Die Hände, die uns ganz toll lieb haben. Das ist ja vorhin so genial gewesen mit der Zwischensequenz von Rasputin und Lilly. Einfach genial. Wie Lilly dann einfach mal so aus dem Affekt heraus gesagt hat, lass uns knutschen. Und Rasputin einfach überhaupt nicht verstanden hat, was die Sache ist. Hä? Was muss ich hier denn jetzt machen? Ich versuche mal. Auf den Blöcken. Das Titanium mitzunehmen und von hier aus. Oh Gott, weiterzukommen, aber.
Hier komme ich ja nicht durch. Und, aha, oder doch? Gut, dann habe ich... Ist das Glas oder was? Wo bin ich, dass es einfach so zerspringt? Okay. Das ist eine sehr komische Welt. Aber was soll's. So, machen wir erstmal alles kaputt, damit wir da leichter durchkommen. Wo zur Hölle sind wir hier? Das sieht ja aus, als wäre das Teil von einem Schiff gewesen. Wir springen. Bringt uns nichts, weil wir runterfallen. Okay, dann einfach nochmal den Weg hochgehen. Und dann einfach mal über diese Planke. So. Nehmen wir auch einfach mal das Psitanium wieder mit. So, was ist hier oben? Noch höher. Und ein Seil für eine Glocke. Da wollen wir das mal ziehen. Oh, der Amores. Wie das dröhnen muss. Jetzt kommt das Vieh aus dem Wasser raus. Ah. Was für eine Monstrosität. Hässlich wie die Nacht. Und da kommt es auch schon. Okay, spuck das Mädchen aus, dann passiert dir nichts, Fisch. Mann, wo finde ich da noch freie Stellen, um neue Beulen zu haben? Ja, das ist etwas problematisch, aber wahrscheinlich braucht er keine neuen Beulen. Alles klar, das ist nicht so nett. Was? Okay. Das interessiert dich so gut wie gar nicht. Was haben wir denn hier? Das heißt, wir können vielleicht mit Telekinesia das Spiel zum Aufhängen bringen. Was zur Hölle passiert da gerade? Das Spiel ist abgestürzt, liebe Leute, und das heißt, wir werden da beim nächsten Mal auch irgendwie weitermachen. Weil das ist nicht das erste Mal, dass es abgestürzt ist, und das heißt, naja, wir werden da irgendwann auch wieder einsteigen. Das war's von mir, ich bin Ariel P., wir sehen uns dann beim nächsten Mal und Entschuldigung wieder für diesen Black Screen. Ich habe keine Ahnung, warum das Spiel sich manchmal aufhängt. Naja, bis dann.